Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Video, zu diesen Seelenbotschaften, zu diesem zeitlosen Auswahlorakel. Ja, ganz spannend, was ist die Seele? Da gibt es ein Video von mir, wer da mal reinschauen mag und vielleicht auch seinen Kommentar dazu abgibt. Gibt es bestimmt viele Ansätze, viele Erklärungen. Ja, wie gesagt, gerne mal in dieses Video schauen. Findet ihr den Link in der Box unten und dann hier. Wir werden vier Stapel machen. Was will dir deine Seele sagen? Dir zuflüstern, ja, was kommt hier so ganz von innen heraus, von unten herauf? Da wollen wir jetzt einen Blick darauf werfen. Wie gesagt, vier Stapel und wähle nach einer Kugel oder nach dem Bild, was wir gleich sehen. Und wenn es bei mehr als einem Stapel der Fall ist, ja, spür einfach rein, schau einfach rein, welche Impulse inspirieren dich, wo gehst du mit, wo schwingst du mit und da bist du dann ganz bestimmt richtig. Ich freue mich über einen Daumen hoch, ein Like, freue mich natürlich auch über Abos, über Kommentare, wenn du die Legung teilst, in andere Legungen reinschaust. Ja, auf Austausch jedweder Art. Ja, deine Seelenbotschaften, Stapel 1 mit, ganz spannend, ein Manganokalzit. Da sieht man das hier. Ja, nicht optimal bei diesem Licht. Mal gucken. Und Security, Sicherheit. Stapel 2 mit einer Rosenquarzkugel. Ups. Und Community, Gemeinschaft. Stapel 3, deine Seelenbotschaft mit dieser großen Bergkristallkugel. Und das Thema Courage. Das ist hier die Wellen, die an die Felsen, an die Küste branden. Und hier ein ganz besonders feines Teil, eine ganz helle, ah, so sieht man das besser, Rauchquarzkugel. Und die Seelenbotschaft, Eingangsbotschaft für Stapel 4, Vertrauen. Wir auch einen Grenzbereich hier. Interessant. Ja, spür rein, wo du dich hier wiederfindest. Wir werden weitere Orakelkarten legen und aus dem Radiant Wilds Tarot, ja, Tarotkarten dazu. Freue mich auf dich, freue mich auf die Botschaften und sage bis gleich. Hallo und willkommen, Stapel 1 zu deinen Seelenbotschaften. Was will dir deine Seele sagen? Wir hören ja gern eher auf den Kopf, auf das, was wir Verstand nennen. Jetzt hier die Frage und die Antworten. Was will dir deine Seele sagen? Mit dem Bild der Höhle, Sicherheit, lass dich immer auch von den Bildern vor allem mitnehmen. Und mit dieser Mangano-Kalzitkugel, das ist so gebändert hier, das sieht man leider. Ah, hier jetzt. Ganz schön. Wohin? Du bekommst einen heiligen Mitreisenden aus, so heißt das Deck, Solitude, die, ja, der Eremit eigentlich hier. In der Stille erwacht der Frieden. Seelenbotschaft, Ganzheit. Und eine Bachblüte,
Und zwar ist das Agrimony auf Deutsch oder Odermännig, auch ein Kraut, was überall bei uns wächst. Ich fühle Frieden, ich bin ehrlich, ich zeige mich. Schauen wir mal, was wir bekommen für Stapel 1, für deine Seelenbotschaften. Das ist die 3 der Münzen, die Königin der Stäbe. Uiuiui, noch zwei. Ass der Kelche. König der Stäbe. Ach, wow. Der Eremit. Und 3 der Schwerter. In welcher Reihenfolge jetzt auch immer. Sie sind rausgefallen. Ich wollte 6 Karten. Dann soll das so sein. Die Höhle, das ist immer der Weg so ins Unbewusste, in die Tiefe. Es ist auch ein Ort der Zuflucht, ein Ort des Schutzes, ja. Zu den Zeiten, als man noch nomadisiert ist, war die Höhle immer auch der Platz für die Gemeinschaft. Da konnte man sich in Sicherheit treffen. Das ist auch ein Energieportal. In der Stille, aus der Stille heraus erwächst Frieden. Es geht um inneren Frieden hier für dich. Es geht um die Heilung eines Herzschmerzes zwischen dir, König, Königin der des Feuers, der Stäbe, der Herzschmerz, Ace of Cups, die Chance auf Heilung. Und vielleicht braucht es dann manchmal auch hier Unterstützung von anderen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Für dich wichtig, sagt dir deine Seele, gehe hier in dich. Entspanne, lasse los. In der Stille liegt nicht nur die Kraft, sondern auch der Frieden. Du musst hier oder sollst hier deinen inneren Frieden wiedergewinnen und gelassen bleiben. Es liegen alle Antworten auf all deine Fragen in dir, was diese Beziehung zu diesem König oder Königin des Feuers hier betrifft und was immer hier an 3 der Schwerter, an Verletzungen hier zwischen euch passiert ist, gilt es zu reflektieren hier in der Höhle, ein Raum für dich, wo du sicher bist, die Antworten zu finden und dir auch selbst letztendlich der beste Ratgeber zu sein oder zu werden, ja? Es ist schön, wenn man Unterstützung von außen bekommt, auch hier vielleicht das zugehört wird, dass man Empfehlungen bekommt, vielleicht aber eben auch Ratschläge. Letztendlich verlass dich auf, ganz auf dich und was in dir ist. Und du bekommst ja hier auch mit den Flügeln, das ist übrigens auch die Rückseite des Kartendecks, himmlische Führung und himmlischen Schutz. Du bist Stapel 1 bestens geschützt, sagt deine Seele dir, und sie wünscht sich Frieden. Frieden zwischen euch, was immer passiert ist. Es ist hier Ace of Cups, meines Erachtens die Chance auf den Neubeginn ist hier gegeben. Ich bin ehrlich, ich zeige mich, sei wie du bist, erkenne auch, was geschehen ist. Nur so kann es heilen. Mit der Ass der Kelche sehe ich diese Chance auf Heilung. Und vielleicht hat sich, seid ihr auch vorübergehend getrennt oder seht euch zumindest irgendwie hier nicht, sodass auch doppelte Eremit hier jede ein Stück weit einen Schritt oder mehrere zurückgehen kann, um eben das, was zwischen euch an Herzschmerz entstanden ist, selbst zu reflektieren, sich selbst vor allem auch
zu reflektieren, was hat man selbst getan, ja, selbst dazu beigetragen, ja. Und Acrimony eben nochmal, es geht um den Frieden zwischen euch. Von der Scheinharmonie zum inneren Frieden. Ah, interessant. Scheinharmonie war das vielleicht. Oder man hat zumindest hier im Außen immer versucht, ein Bild aufrecht zu erhalten. Innere Ehrlichkeit und Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen, nochmal erst mit einem selbst, ja, und dann im Austausch mit dem Partner. Und bei dir kann hier ganz viel passieren. Das sind ja deine Karten. Das ist auch diese Öffnung in eine unsichtbare Welt, wie gesagt, ein Energieportal, dafür steht die Höhle hier auch. Und dich mit dir, in dir ganz fühlen, vollständig fühlen. Das ist hier auch verstärkt durch diese Botschaft, dich ganz eins auch mit dir zu fühlen. Wie gesagt, ihr seid hier vielleicht im Moment nicht so zusammen. Das kann wieder werden. Wichtig ist auch nicht zu empfindlich zu sein. Das ist die Bachblüte Acrimony, die steht für Empfindlichkeit. Denn auch da tut man vielleicht im Außen, wie gesagt, Scheinharmonie, locker, friedliebend, aber innerlich ist man unruhig, rastlos. Ja, bei dir, deine Seele wünscht sich auch diese Harmonie, die ist harmoniebedürftig, ja. Und die Harmonie war nun mehr als gestört. Und der Odermännig, schöne gelbe Blüte, spricht auch davon, dass du Verbindung zwischen Licht und Schatten schaffen kannst. Das haben wir hier bei der Höhle, hier auch, und auch der Odermännig sagt das. Ja, die Integration auch der eigenen dunklen Seite, die du nur wirklich spüren kannst, erkennen kannst, wenn du jetzt mal im Moment hier für dich bist, in deiner Höhle. Wow. Frieden, das ist das Thema. Für dich Stapel 1, dann wünsche ich dir diesen inneren Frieden, dass du ihn fühlst. Ja, hier Frieden ist überall. Du bist bestens geschützt von oben, vom Universum, vom großen Geist, von Gott, was immer hier dein persönlicher, wie soll ich sagen, Horizont ist, dein persönliches Konzept, sagen wir so. Ja, sehr, sehr spannend. Bin natürlich neugierig, was da bei dir geschieht. Von mir alles, alles Gute, alles Liebe, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was und sage bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zu deinen Seelenbotschaften Stapel 2. Mit dem Eingangsbild ganz schön hier: Community, der Wald, Regenbogen und die Schmetterlinge. Dazu eine Rosenquarzkugel, du bekommst als Begleiter Fellow Travelers noch einen Regenbogen. Unterstützung ist überall um dich herum. Zwei Regenbogen, ein V. Wow. Aus dem Seelenorakel Lebendigkeit, hier mit den vier Kolibris. Und eine Bachblüte, White Chestnut, das ist Rost, also Rostkastanie, Kastanie mit weißen Blüten. Es gibt auch die roten Blüten. Und die blühen zum Zeitpunkt dieser Legung jetzt richtig auf. Auch dann immer interessanter Hinweis, vielleicht auch eben auf Zeitpunkte oder Zeitphasen.
Bitte für Stapel 2 die Seelenbotschaften aus dem Radiant Wilds Tarot. Bitte für dich die Königin der Münzen. Wow. Bei Stapel 1 sind die rausgeflogen wie verrückt. Ah. Das Rad des Schicksals und große Arcana Temperance. Interessant. Und 5 der Stäbe. Muss ein bisschen lachen, ja, witzig. Noch 2 Botschaften, bitte für Stapel 2. Was will dir deine Seele hier leise oder vielleicht auch lauter zu flüstern, rufen? Wow, Ass der Münzen. Und noch eine, bitte. Wow, die Hohe Priesterin. Große Arcana. Hui, 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 hui. Stark. Starke Botschaften für dich, Stapel 2. Und sehr klar. Es geht um dich und deine Beziehung, dein Verhältnis zur Gemeinschaft. Community ist das übergeordnete Thema. Findet sich dann hier in der 5 der Stäbe wieder. Wir haben hier die 4 Kolibris. Wir haben hier einen Begleiter auf deinem Weg, Unterstützung, dein Verhältnis, deine Beziehung zum Thema Gemeinschaft. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit allein gefühlt, allein gelassen, ein Baum, der vielleicht am Rande steht, aber die Bäume stehen alle miteinander in Beziehung, in Verbindung, in Kommunikation, und zwar über ja, ein unterirdisches Netzwerk. Und man hat ja auch rausgefunden, wie Bäume kommunizieren. Da gibt es tolle Dokumentationen darüber. Vielleicht stolperst du mal über eine. Alle Bäume sind miteinander verbunden. Und auch du bist verbunden mit dem Rest der Welt. Und das will deine Seele, dass du das wieder spürst. Dazu musst du natürlich in deinem inneren Gleichgewicht sein. Ja, wir haben diese beiden Bewegungen hier, eine Yoga-Übung, die Brücke oder eine wie heißt das, beim Hatha-Yoga-Übung nicht. Und hier das Ausbalancieren, ja, ganz, ganz spannend. Dein Weg geht hierhin. Zur Königin der Münzen zu werden, das zu sein. Es ist eine große Veränderung. Dafür stehen auch die Schmetterlinge übrigens. Ja, es ist immer Verwandlung, Metamorphose. Es gibt verschiedene klar abgegrenzte Phasen. Und ich meine für dich auch dann hier mit dem Ass der Münzen, hier auch in diesen, in die Gesellschaft hier zu kommen, dass du hier die besten Aussichten hast. Und dreimal große Arcana, ein Ass, das bist du, dein, dir, du, der Diamant, was hier funkeln, strahlen darf, auch die Königin strahlt. Und ja, deine Seele wünscht sich, dass du dich mit anderen verbindest. Und manchmal ist die Unterstützung, wie es hier heißt, nicht direkt immer zu erkennen. Ja? Wichtig ist, dass du erkennst, dass du nicht alles allein machen musst, dass du nicht alles allein schaffen musst. Und manchmal kommt dann diese Unterstützung von überraschender, von unerwarteter Seite. Kann auch von den Ahnen kommen, dass da Botschaften kommen, zum Beispiel über einen Traum, ja. Es gilt so, deine Leute, sag ich mal, zu finden.
Hier haben wir 4 Kolibris, hier haben wir 5 Menschen. Und zwar die Menschen, mit denen du in einem warmen Austausch stehst, wo man sich gegenseitig befruchtet, wo man sich gegenseitig weiterbringt. Ja? Wow, so eine starke Legung. Sei also offen für Hilfe, für Unterstützung und es ist auch die Lektion, das annehmen zu können, ja, aus diesem Gefühl, dass ich bin ganz allein, ich muss alles alleine irgendwie wuppen, rauszukommen, dieses Netzwerk zu erkennen, dieses eben unsichtbare Netzwerk. Vertraue hier auch auf Führung, du bekommst zweimal hier Regenbogen geschenkt, auch ganz, ganz schön. Und diese Führung zeigt sich auch nicht immer so direkt. Ja, zum Beispiel in Form eines Regenbogens, irgendeine Synchronizität, irgendeine Gleichzeitigkeit, die du erlebst, plötzlich eine sanfte Brise, wo vorher gar kein Wind irgendwie war, eine Feder, die dir in die Hände fällt, oder sowas ganz Unscheinbares, Unsichtbares. Ja, und du bist Teil der Gemeinschaft, du bist Teil des Netzwerks und wirf dich hier ganz rein ins Leben, ja, funkelnd, strahlend, hier ist die Sonne hinter dir und natürlich auch ganz super, super schön die Hohepriesterin hier und was für eine schöne, hier, auch hier haben wir eine Art Energieportal. Es ist dieses Abtauchen so in das eigene Wesen, in die eigene Intuition, ja, dich selbst, diese Empfindungen auch wieder hochsteigen lassen, statt sich zu sehr beeinflussen zu lassen von außen, ja, was immer wieder irgendwelche Gefühle auslöst. Aber hier geht es um das, was in dir ist. Und Kolibris, die stehen natürlich für Freude, für den Nektar des Herzens, für Herzöffnung. Und wir haben ja auch ganz viel Grün. Grün ist das Herzchakra, dem wird diese Farbe zugeschrieben. Auch Rosa, der Rosenquarzstein der Liebe, der Harmonie, der Freundschaft. Dieses sich freundschaftlich verbunden zu fühlen. Auch dieses Gefühl dadurch der Leichtigkeit, ja, durch diese Herzöffnung. Geh hier auf andere zu, wenn du in deinem inneren Gleichgewicht hier wieder bist. Nimm Unterstützung an, die dir geboten wird, egal von wo sie kommt. Nochmal, das kann überraschend sein, von jemand, wo du es nie erwarten würdest, zum Beispiel. Ja, auch hier haben wir die Sonne. Ganz, ganz schön. Und ja, die blühen jetzt zum Zeitpunkt der Legung hier im Mai. Ich fühle die Stille, ich fühle mich klar, ich lenke mein Denken. Also der Verstand wird hier auch angeregt vom Mentalkarussell zur inneren Ruhe. Ja, das ist vielleicht das Gefühl, wenn man sich nicht verbunden fühlt, dann ist man hier im Kopf und es drehen sich die negativen Gedanken immer wieder unaufhörlich in eine endlos, ja nicht Spirale, in einem Karussell, ja. Man wird sie nicht los, innere Selbstgespräche und Dialoge. Und deine Seele wünscht sich Gedankenklarheit, ja, und die wirst du finden, wenn du diese Verbindung hier spürst, ja. Statt mentaler, innerlicher Spannung sich im Kreis zu drehen, wirf lieber diese alten Gedankenkonzepte hier über den Haufen, ja. Und dann, wenn du dieses Karussell anhältst und verlässt, dann tauchen auch Lösungen auf, ja. Und dieses Gedankenkarussell, das hat dich auch hier ins Ungleichgewicht gebracht, ins Schwanken gebracht, ja. Das hier, diese Bachblüte, gibt dir Klarheit, Konzentration und ja, dass du Dinge konstruktiv angehen kannst. Ja? Auch raus vielleicht aus Selbstmitleid. Vielleicht hast du dich ja auch selbst zurückgezogen, verschlossen in der Vergangenheit. Ja?
Es gibt ein Netzwerk, auch hier der Hinweis, fünf der Stäbe, der Wald hier, ja. Und Wheel of Fortune ist ja auch der Wandel zusammen hier mit den Schmetterlingen. Und ich bin überzeugt, dass sich hier deine Beziehungen verändern können, wenn du ja wieder hier auch auf Menschen zugehst, auf deine Umwelt. Nimm die Energie dieser schönen Königin hier mit fließend, ja, geerdet natürlich. Und ja, Ass der Münzen, da darfst du strahlen, deinen Beitrag hier zur Gemeinschaft auch leisten. Es gibt Unterstützung, es gibt Hilfe, auch wenn sie nicht so leicht direkt zu erkennen ist. Ganz, ganz tolle Botschaften für dich, Stapel 2. Freue ich mich ganz dolle, auch mit den Kolibris. Da gibt es ein Video von mir, Krafttier Kolibri. Sehr schön ist in meinem Lebenstotem der Kolibri, die Kolibris. Wow. Stapel 2. Alles, alles Liebe von mir. Und ja, in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen, Stapel 3, zu deinen Seelenbotschaften mit der Eingangskarte Mut, Courage, Courage aus dem Französischen. Das Meer, das hier an die Felsenküste brandet. Und dabei ist dieser große Bergkristall. So, deine weiteren Orakelkarten, Seelenbotschaften, deine heiligen Begleiter, Unknown Territory, unbekanntes Gebiet. Du bist genau, wo du sein sollst, wo du gebraucht wirst, wo ja, es nötig ist. Interessant. Auch die Farbgebung. Weitere Seelenkarte. Wow, wie schön. Geburt. Und eine Bachblüte haben wir diesmal dabei. Das ist Mimolus, die gefleckte Gauklerblume. Ich bin tapfer, ich wage es, ich trete hervor. Doppelte Botschaft Mut, Tapferkeit, auch ein schönes Wort. Für dich Stapel 3, die Botschaften aus dem Tarot, deine Seelenbotschaften, bitte für Stapel 3. Die Königin der Kelche. Der Narr. Wow. Für Tisch für Stapel 3, was bekommen wir hier noch? Zack. Drei der Münzen, die gab es auch eins davor. Oder? Schon durch. Neun der Schwerter. Die sechs der Schwerte. Und eine bitte noch für Stapel 3. Na? Es will keine raus. Doch, nein. Zwei. Königin der Münzen, die war auch in einer Legung davor. Oh, und der König der Münzen. Wow. Ich wage es, ich trete hervor. Steh zu dir, steh zu deinen Gefühlen, Königin der Kelche. Mach das, was sich richtig anfühlt und geh aus deiner Komfortzone raus, wenn du immer wenn du dich nichts traust.
Wenn du diese Komfortzone nicht verlässt, wirst du nichts Neues erleben und drehst dich vielleicht in in einer kleinen Blase. Und du bist genau, wo du sein sollst. Und auch hier haben wir natürlich schwierige Bedingungen mit dem Wald im Schnee. Interessant hier die Eule. Steht für Durchblick, steht für eine lautlose Energie. Ja, steh zu deinen Gefühlen, wage den Neuanfang. Erfinde vielleicht dich neu, gebäre dich selbst neu. Ich sehe dich hier in ganz neu. Hier sind Menschen, die dich, euch unterstützen, weil das kann deine Karte sein, die Königin, aber auch diese. Wir haben hier natürlich ein Paar, den König, die Königin der Münzen. Und hör auf, dir so viel Sorgen zu machen. Ja? Lasse manches hinter dir, vielleicht schweren Herzens. Aber mach das, was sich richtig anfühlt. Hör auf dein Herz, sei standhaft. Ja? Stehe für dich ein, stehe für deine Gefühle ein, stehe für deine Leidenschaft auch ein. Und wage dich hinaus, sagt auch Mimulus, das ist nämlich auch so eine Angstblüte, von der Angst vor der Welt zum Vertrauen in die Welt, ja ganz schön gesagt. Von der Angst vor der Welt zum Vertrauen in die Welt. Also du hast hier große Wachstumsmöglichkeiten der dich auf was Neues einzulassen, das bringt Erweiterung, das bringt Wachstum, ja. Und auf das Herz zu hören, auf die Empfindung, scheint ein Wagnis, scheint ein Risiko, aber das ist das Richtige, ja. Nicht das, was in deinem Kopf vorgeht, in dir. Sagt deine Seele, ist Mut, ist Kraft. Ja, nochmal hier, doppelte Botschaft. Auch hier sehe ich den Mut. Die Blaumeise weiß ich jetzt nicht, für was die steht. Wage dich, unbekanntes Gebiet. Der Narr, wage was ganz Neues. Ja. Lasse das Alte hinter dir. Und erkenne, dass jedes Problem, jede Schwierigkeit eine Möglichkeit zu wachsen ist. Werde zum Fels in der Brandung. Und Mimulus, das sind so diese Lebensängste aller Art, vor Angst vor Verlust von Materiellem, Angst vor Krankheit, so konkrete, die man so konkret benennen kann. Das ist immer ein geistiges Problem. Und das kannst du jetzt überwinden und Vertrauen gewinnen und mutig werden, zu deinen Gefühlen zu stehen, deinen Kopf hier abzuschalten und das Wagnis einzugehen für eine Beziehung, für eine Partnerschaft. Vielleicht ist das eben eine ganz neue Partnerschaft, die erst sein kann, dass du mit einem Partner das hier bist, ganz toll, die beiden übrigens, ne? König und Königin der Münzen, wenn du ja, diesen Mut hier bekommst, wenn du dich auch traust, dich selbst ja neu auf die Welt zu bringen, in die Welt zu bringen, ja. Statt stecken zu bleiben, hier kraftvoll zu werden, zuversichtlich zu sein. Und erzähl mir von dem Helden, der keine Angst gehabt hätte. Die Helden werden immer als so mutig beschrieben, aber auch die haben durchaus Ängste, ja. Und dann sage ich immer, mach's mit Angst, ja. Sei standhaft, steh für dich ein, steh zu deinen Gefühlen und ja, hier, ich wage es, du darfst auch das Risiko eingehen hier für diesen Neubeginn, für dieses Springen und das hier hinter dir zu lassen, weil das hier, diese Beziehung König, Königin der Münzen auf dich dann wartet. Hui! Ganz spannend auch.
Ja, diese kleinen Ängstlichkeiten sind das auch. Ja. Die Tapferkeitsblüte. Sei mutig, sei tapfer, wage was ganz Neues. Wow, ich bin ganz, ganz dolle gespannt, was da bei dir sein wird. Und gerne darfst du mir dann davon erzählen, wenn du magst. Von mir auf jeden Fall alles, alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen Stapel 4 zu deinen Seelenbotschaften mit diesem Bild Trust, wo hier die Wüste an das Meer grenzt, Boot, ein Mond dabei, ja, und diese tollen Rauchquarzkugeln. Sehr vorsichtig. Yep. Und du bekommst dazu einen Seelenbegleiter. Ein schmaler Pfad, Narrow Pathway. Schau genau hin, denke genau durch einen Schritt nach dem anderen auf schmalen Pfaden. Du bekommst die Seelenbotschaft Weisheit und eine Bachblüte, das ist Cerato, Blei oder Hornwurz heißt die, glaube ich. Ich traue mir. Ich achte meine ersten Einfälle, ich entscheide selbst. Dann schauen wir mal rein, was uns die Tarotkarten hier noch dazu sagen. Bitte für dich, für Stapel 4, die Seelentarot-Botschaften. Na? In manch einer Legung fliegen die einfach und manchmal auch nicht. Interessant. Fünf der Schwerter, Ass der Stäbe. Bitte für Stapel 4. Der Herrscher, große Arkana. Die Gerechtigkeit. Uiuiuiui, jetzt aber. Die Königin der Schwerter. Wow. Und noch eine Karte, bitte für Stapel 4. Jetzt wollen die aber. Unbedingt. Vier der Kelche. Das wirkt so ein Stück gefangen. Und das hat mit anderen Menschen zu tun. Es hat vielleicht sogar mit einer juristischen Auseinandersetzung hier zu tun. Und du fühlst dich vielleicht ganz schön in der Wüste. In diesem Deck hier ist ja immer das Grundthema Wüste und hier bekommen wir die Wüste auch noch direkt dazu. Aber sie grenzt hier auch direkt ans Wasser. Verlasse dich auf dein inneres Wissen. Die Wüste steht auch immer für Reinigung, besonders spirituelle Reinigung. Jesus ging, meine ich, 40 Tage in die Wüste, die wichtigen Botschaften und Antworten kommen aus deinem Inneren, aus deinem Empfinden, aus deiner Intuition. Es gibt für das, was sich hier abspielt, es gibt einen Zweck, es hat einen Sinn. Wie gesagt, ich sehe hier schon eine Auseinandersetzung mit Fünf der Schwerter, vielleicht auch Gemeinheiten, dass du hier auch hintergangen wirst, solche Geschichten. Und deine Seele sagt dir, ja, du bist hier, das ist ein schmaler Grat, ein schmaler Pfad Gerechtigkeit und ja, auf Gericht und hoher See weiß man nie,
wie es ausgeht, ja. Und sei sorgsam, sei sorgfältig vor allem. Du bekommst ja hier auch dann den Herrscher, und das ist die Eule, die ja auf eine Pyramide sitzt. Und mit der Eule bekommst du den Durchblick. Und zwar so, dass andere das nicht mitbekommen. Also behalt es hier für dich. Hier wirkst du mir ein bisschen einsam auf deinem Weg, ja, und auch, dass du dich irgendwie nicht entscheiden kannst. Aber es ist ganz wichtig, dass du jetzt keine übereilten, keine schnellen Entscheidungen triffst. Nochmal, du wirkst so ein bisschen abgespalten hier für mich. Und das hier, Königin der Schwerter, ist die Energie, in die du kommen darfst, wenn du hier die Erkenntnisse, die Weisheit aus dieser Zeit in der Wüste hier für dich mitnimmst. Ja, was immer hier für Auseinandersetzungen sind. Ja, das ist nicht, das kann eine Scheidung sein, das kann aber auch nochmal irgendwas anderes juristisches sein, irgendwas, was zumindest öffentlich ist, weniger in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Und achte darauf, dass du nicht, dass du nichts übersiehst, ja, dass du hier vier der Kelche, schau auf das, was das Beständige, was da ist, aber achte auch hier auf Botschaften, ja. Und verwerfe hier nicht, sondern nimm es erstmal auf, durchdenke, wie es hier heißt, wenn man auf einem schmalen Pfad ist, durchdenke die Dinge sehr sorgfältig. Und auf einem schmalen Pfad geht immer nur ein Schritt nach dem anderen, ja. Wir hatten in einer Legung dieses Springen, aber hier, ja, geht es, ja, einen schmalen Pfad, eine Gratwanderung vielleicht auch entlang. Lass dich nicht ablenken, nochmal von vielleicht auch hier von Gerüchten, die gestreut werden, dass schlecht über dich geredet wird. Bleib, sagt deine Seele hier, ganz bei dir, ja. Und fokussiere dich immer nur auf deinen nächsten Schritt. Nimm die Kraft der Eule mit, schau gern auch in das Video rein, Kraft der Eule. Komme ganz in deine mentale Klarheit. Ganz, ganz schön hier die Königin der Schwerter, auch dieses Aufgehen, was ich hier spüre. Ja, du bist hier vielleicht auch schon sehr angegriffen worden, attackiert worden, beschuldigt worden, was auch immer. Ja, hier sind die Gegner, die Widersacher, Menschen, die nicht für dich sind. Vertraue auf die innere Führung, auch hier eine doppelte Botschaft, so sehe ich das. Und vertraue nicht hier irgendwelchen anderen, die dir vielleicht auch einreden wollen, was gut für dich ist, was richtig für dich ist, die dir Ratschläge geben. Und da liegt dann die Betonung auf Schläge, also wirklich im Negativen, dass auch diese Ratschläge eher eine List sein können, eine Tücke, dass man versucht, dich hier zu hintergehen, zu betrügen, ja. Dass sich Menschen hier über dich stellen, weil sie vermeintlich mehr Erfahrung haben, weil sie mehr scheinbar wissen, ja. Lass dich bitte davon nicht beeindrucken. Dein Weg ist einzigartig, ja. Lass dir nicht reinreden. Prüfe selbst alles gut hier, ja, damit du gut aus diesem nebulösen Geflecht hier rauskommst. Und dann kannst du auch entscheiden. Wichtig ist eben hier nichts zu übereilen. Wir haben auch hier ein Schachbrett bei dem Herrscher hier dabei. Geht es auch um Schachzüge, ja? Und man sollte dann seine Züge bitte nicht im Voraus verraten. Und wenn du hier dann ganz klar bist auf der geistigen, auf der mentalen Ebene und hier deine innere
deine innere Weisheit spürst, dann hast du eben auch die Chance, das im positiven Sinne für dich zu lösen, sehe ich eindeutig hier mit dem Herrscher und mit der Königin hier. Ja? Aber nochmal, lautlos sein, das sagt die Eule. Du hörst, was andere nicht hören, du siehst, was andere nicht hören. Das ist die Qualität des Nachtadlers. Also sei bitte schlauer als die anderen und verrate da nichts. Man hat dir hier vielleicht auch, das ist wie gesagt, Cerato von Urteilsschwäche zu innerer Gewissheit, auch hier irgendwie eingeredet. Also dass es hier Menschen gibt, die einfach immer was besser gewusst haben und du hast dich dadurch verunsichern lassen, hast eben nicht mehr auf den ersten Impuls hier vertraut, ja, nicht mehr dich auf deine Intuition verlassen vertraut, hast Zweifel an deiner Urteilsfähigkeit gehabt, ja. Du hast dich hier, das hat dich ganz schön, da haben dich Menschen ganz schön verunsichert. Ja, da warst du leicht, das ist auch die Bedeutung der Bachblüte, leicht zu beeinflussen. Da waren die Vorstellungen anderer ja überbordend scheinbar wichtig. Da hast du selbst auch Rat gesucht und warst oft schlecht beraten. Und jetzt sagt dir deine Seele, verlass dich hier auf deine innere Gewissheit. Unterscheide auch ganz klar hier, wo ist die Grenze, was ist schwarz, was ist weiß. Du bekommst nochmal dieses tolle Bild hier mit. Die Eule auf der Spitze der Pyramide, statt hier irgendwo abgeschlossen sich zu fühlen, ja, nicht dabei zu sein, bist du hier sogar, hast du diese erhöhte Position und langsam, langsam, es eilt, bleib hier sorgsam, bleib hier sorgfältig, fokussiere dich immer auf den nächsten Schritt und bleib ganz bei dir, wenn dir hier was erzählt wird. Wenn es geht, am besten ganz vermeiden, oder lass es einfach an dir vorbeiziehen. Ich traue mir, ich achte meine ersten Einfälle, ich entscheide selbst. Auch das Thema Entscheidung kommt, zieht sich hier durch, kommt immer wieder. Man ist unsicher, hat zu wenig Vertrauen in die eigene Meinung und eigene Urteilsfähigkeit. Ja, hier innere Gewissheit, Intuition. Also wenn das mal nicht ganz dolle hier zusammengeht. Also auch die Verbindung Seele und Geist, Intuition und Geist ist hier bei dir ganz klar gegeben und ja, verlass dich auf deine ersten Impulse, auf deine ersten Einfälle. Entscheide selbst, aber entscheide in aller Klarheit und lass dich nicht übervorteilen. Und dann darf im Meer geschwommen werden oder das Tal öffnet sich. Das kommt dann. Stapel 4. Hui. Das ist schon sehr intensiv. Bin gespannt, was da bei dir so geschieht und wünsche dir natürlich alles, alles Liebe. Und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.